Der große Sommer von Ewald Ahrens. Ewald Ahrens, geboren im Jahr 1965, ist ein deutscher Schriftsteller und ältester Sohn einer Künstlerfamilie. Das Buch Der große Sommer erzielte im März 2021 sogar einen Platz auf der Spiegel-Bestsellerliste. Ein Sommer, der alles verändert. Sommer 1980, da damals 16-jährige Friedrich, genannt Frieda, verbringt aufgrund schlechter schulischer Leistungen den Sommer bei seinen Großeltern. Dort soll er für die Nachprüfungen in Mathe und Latein lernen, da er in diesen Fächern durchgefallen ist. Um besser zu werden, wird er im Haus von seinen Großeltern, von seinem Großvater persönlich unterrichtet. Während seines Aufenthalts lernt er nicht nur seine Großeltern näher kennen, sondern verliebt sich auch zum ersten Mal. Jener Sommer ist voller neuer Abenteuer mit seinen besten Freunden Alma und Johann. Jedoch auch eine Zeit des Abschieds, mehr so sein, wie es vorher einmal war. Bei der Zeugnisausgabe erfährt Frieda, dass er durchgefallen ist und deshalb nach den Sommerferien die Nachprüfungen antreten muss. Um dafür zu lernen, schicken seine Eltern ihn zu den Großeltern, solange der Rest der Familie verreist. Für Frieda ist klar, der Sommer ist endgültig vorbei. Doch trotz des Lernens erlebt Frieda mit seinen Freunden Alma und Johann zahlreiche Abenteuer, von Nachtschwimmen im Freibad bis hin zu wilden Feiern auf ihrem Lieblingsplatz im Kastell ist alles dabei. Und auch Beate, das Mädchen, das Frieda ein paar Wochen zuvor kennengelernt hat, und er kommen sich immer näher. Jedoch dreht sich die Stimmung zunehmend, als Frieda in den Tagebüchern seiner Nana liest und diese das ein paar Tage darauf herausfindet. Und plötzlich ist dann auch noch Johanns Vater tot. Bei den folgenden Treffen der Freunde benimmt sich Johann immer merkwürdiger. Und als sie aus Übermut sogar einen Bagger in einem Steinbruch beschädigen, zeigt Johann keinerlei Sorge, während die anderen auf ihn einreden und versuchen, ihm klarzumachen, was gerade passiert ist. Bei einem nächsten Treffen überzeugt er sie sogar davon, gemeinsam ein Grab zu kaufen. Beim alten Brauereigebäude, dem Kastell, dreht Johann schließlich völlig durch. Er erzählt von Verschwörungstheorien und glaubt sogar, dass Frieda ein Verhältnis mit Johanns Schwester Alma habe. Die heftige Diskussion entbrandet schließlich in einem Streit, woraufhin alle vier Freunde in verschiedene Richtungen gehen. Wie das Buch endet und ob sich die Freunde wieder vertragen, erfahrt ihr, wenn ihr es lest. Mir persönlich gefällt das Buch sehr.
Da es Ewald Ahrens gelingt, die Atmosphäre des Sommers mithilfe seiner oftmals detaillierten und träumerischen Schreibweise perfekt einzufangen. Er erzählt in dem Buch jedoch nicht nur von Sommer, Sonne und jeder Menge Abenteuer, sondern greift auch ernstere Themen auf, wie Trauer und Verlust, aber auch wie schwer es sein kann, erwachsen zu werden. Für mich ist es eines der besten Bücher, um es an kalten Herbst- und Wintertagen zu lesen und dadurch die Stimmung aufzuhellen.